Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Letztens haben wir ja die Hot Sheep Challenge gemacht, aber das nicht zum ersten Mal. Ich habe die schon mal vor ein paar Jahren gemacht und so, da hatte ich keine Haare auf dem Kopf, da hatte ich keine Augenbrauen, da hatte ich gar nichts, da sah ich richtig stark aus, ne? Dann habe ich die mit Hannes nochmal gemacht. Und dann, nachdem Hannes weg war, habe ich die ja mit Jenaya nochmal gemacht. Da haben wir den Hot Chip aber auf Burger draufgepackt und so. Und ich habe gefühlt da ja eigentlich keine Challenge draus gemacht. Ich habe auch niemanden nominiert und gesagt, macht das bitte alle nach oder hin und her. Ich esse gerne scharf. Ich möchte immer gerne Grenzen austesten und so weiter. Ich hau mir überall Maddox-Soße dran. An jedes Gericht, an jedes Essen. Und mag es scharf, liebe es scharf, esse scharf die ganze Zeit. Jetzt habe ich von euch natürlich gehört, nachdem ich die Hot Chip Challenge nochmal gemacht habe, probier doch auch mal den Chip von Marc Gebauer. Denn der Marc Gebauer hat einen Chip rausgebracht, der hat nicht nur 2 Millionen Scoville, sondern ganze 9 Millionen Scoville. Den wollen wir also auch testen, das habe ich mir schon bestellt gehabt. Aber der Marc hat auch 2 Soßen rausgebracht, und zwar diese fette große hier und diese kleine. Das ist in der Plastikflasche, das ist in einer Glasflasche. Das sind 3 Sachen, deswegen wird es auch 3 Videos dazu geben, weil ich jedem Produkt sein eigenes Video geben möchte. Hier steht Danger drauf, das müsste auch die schärfere von den beiden Soßen sein. Und hier steht einfach drauf Hot. Und das heißt, das ist die erste Soße, die wir testen wollen in diesem Video von Marc Gebauer. Aber hier auch auf der Rechnung, ne? Das kann man mal hier so umklappen. Seht ihr auch, auf dem Zettel schön stand da extra Marc Gebauer drauf. Aus Düsseldorf. Erkraderstraße 401, Marke Bauer Lifestyle GmbH. Ist natürlich lustig, weil die Hot Chips sind jetzt im Verruf. Die dürfen gar nicht mehr verkauft werden und gar nicht mehr erworben und so weiter. Und der Marke Bauer macht jetzt Kohle mit seinem Hot Chip, der viel gefährlicher ist und viel brutaler. Was ist das jetzt aber hier für eine Soße? Da steht ja überall Danakil drauf. Danakil Hot Chip, Danakil Extreme, Hot Brutalo Soße und diese Hot Danakil Hot Sauce. Dabahu 250 Milliliter. Ist auf jeden Fall eine interessante Flasche, weil das sieht aus wie hier so eine am Imbiss, so eine Ketchup-Spritzflasche zum Draufmachen. Aber ich weiß nicht warum. Es ist bei allen 3 Produkten so, kann ich euch jetzt schon sagen. Mir gefällt das Design einfach absolut überhaupt nicht. Das sieht alles 3 irgendwie total billig aus. Und das von jemandem, der so viel Geld hat und so viel Reichtum und Luxus nach außen strömt, der Rolex-Uhren verlost und vergibt an die Zuschauer, wenn die seine Chips fressen. Das kann ich nicht nachvollziehen, wieso das dann so pappig aussieht. Das ist also eine Marc Gebauer Danakil Hot Sauce Dabahu 250 Milliliter. Weil da mehr drin ist als in den anderen, denke ich halt, dass man die besser essen kann. Danakil Hot Sauce Whip Capsicum. Nährwerte stehen drauf. Es steht eine Scoville-Skala dabei. Hier sind 2 von 5 Chilischoten auf der Scoville-Skala. Und unten steht nochmal eine Angabe, das finde ich aber gut. Circa 60.000 bis 80.000 Scoville hat diese Soße. Finde ich gut, dass das draufsteht, weil bei vielen Produkten steht das gar nicht drauf. Hier kannst du dir also ungefähr ein Bild davon machen. Was ist da drin? Zutaten: Wasser, Zucker, Tomatenkonzentrat, Schalotte, kleine Gurke, modifizierte Maisstärke, Essig, rote Paprika, 1,5% Pili-Pili, Salz, Säureregulatoren, 0,5% Capsicum. Konservierungsstoffe auch noch am Start. Und hier steht nochmal hier Rolex zu gewinnen. Ne? Die wollen wir dann erstmal aufmachen. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt macht. Hier ist noch so ein... Das ist für die Flasche, dass du das dann oben drauf machst. Jetzt ist es ab. Jetzt ist es kaputt. Das soll bestimmt gar nicht so sein. Wir haben jetzt auch Nuggets vorbereitet. Also noch nicht. Wir bereiten gleich Nuggets vor. Wenn ich es irgendwie schaffe, diese blöde Flasche aufzumachen. Ich habe keine Ahnung, wie die aufgeht. Ich dachte, man kann das einfach hier aufdrehen. Und dann kann man das rausnehmen. Ich habe es jetzt einfach abge... Vielleicht musst du da auch einfach nur oben aufschneiden. Aufschneiden und dann immer den Deckel drauf. So soll das bestimmt sein. Also haben wir es schon wieder kaputt gemacht. Wir machen jetzt mal hier diese Nuggets warm.
probieren mal diese Nuggets mit der Soße, weil ich scharfe Soßen immer mit den Nuggets probiere. Vielleicht aber auch mal so, mal gucken, wie die reinpfeffert und wie gut die ist. Kaputt. So, die Nuggets sind jetzt also warm und nachdem ich die Flasche also kaputt gemacht habe, die muss ja kaputt sein, ey. Eigentlich muss das ja hier dranbleiben, ne? Dass du das dann halt immer abmachst und dann wieder dran steckst. Aber wieso geht das denn auch einfach ganz ab? Das macht absolut gar keinen Sinn. Das tue ich jetzt mal weg und ich habe jetzt auch einfach eine Schere mitgenommen. Ich habe es nämlich nicht geschafft, die Flasche aufzumachen. Gehe jetzt davon aus, dass man das hier oben abschneidet. Im Endeffekt muss man es gar nicht abschneiden. Man hätte einfach nur mit einer Nadel da was reinspießen müssen. Denn jetzt ist ja auch hier oben, das ist jetzt unrund. Ich das jetzt hier drauf mache, na gut, es geht immer noch. Sieht aber trotzdem blöd aus. Am besten das schneide ich auch noch hier ab. So, jetzt sieht das besser aus, weil das nicht so weghängt. Und jetzt kriege ich den Pfropfen auch dran und drüber und drauf und weg. Was ich meinte vorhin aber mit, dass das hässlich aussieht, ich will euch ganz kurz nochmal hier dieses Design zeigen von dieser Flasche. Hier oben steht Hurt auf dem Etikett, hier steht Mark G. Bauer, Danakil, Hot Sauce, Dabahu. Das sieht auf der Kamera jetzt irgendwie besser aus, als wenn ich es in der Hand habe, denn hier glänzt das richtig schön. Ich finde aber, wenn man sich die Flasche nur so anguckt, ist das alles irgendwie ein bisschen matt, ein bisschen unscharf, ein bisschen verschwommen. Das sieht nicht hochwertig aus. Ich will es hier nicht so, ne, aber irgendwie, das sieht halt einfach dieses Etikett da drauf geklebt. Da habe ich auf jeden Fall schon viel schönere, bessere, krassere Sachen gesehen. Dieses Etikett, ja, der Eindruck ist aber wahrscheinlich nur so krass, eben wegen dem Hotchip, den er da hat. Weil wenn ihr da das Etikett seht, da fallt ihr vom Glauben ab. Ich habe jetzt hier erstmal um den Magen ein bisschen einzufetten, diese gute Gouda's Glory Spicy and Loose Sauce. Die steht schon seit 100 Jahren im Schrank. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch gut ist. Da testen wir jetzt einfach mal, ob die Nuggets gut sind, indem wir hier ein bisschen Spicy and Loose Sauce drauf machen. Mmh. Ich hoffe, ich habe das Video von der überhaupt schon hochgeladen, weil sonst kann ich das hier nicht hochladen. Jetzt nehmen wir mal die Kappe hier ab, machen jetzt mal ernst. So, aber um ernst zu machen, müssen wir das ja hier reinhauen. Und das war das Thumbnail, 60.000 bis 80.000 Scoville. Wir nehmen mal ein Nugget, wir machen mal einen kleinen Tropfen hier drauf. Sieht aus wie Gewürzketchup erstmal. So, hat auf jeden Fall eine sehr fruchtige Note gehabt gerade, das heißt, wir machen mal noch mehr drauf. Es kommen immer so breiartig raus, aber irgendwie sind da auch immer so kleine Stückchen mit drin. Kleine Stückchen von Chilis, von irgendwas. Das finde ich gut, dass das nicht so extrem flüssig ist und dass das nicht so breiig ist, also von der Konsistenz. Finde ich es gut, ist wie Ketchup, ist wie Gewürzketchup. Mit Chili-Stückchen drin. Jetzt auch noch mal ein bisschen mehr probiert von der Soße. Dadurch, dass ich mehr jetzt drauf hatte, merke ich natürlich mehr die Schärfe auch. Also das fängt auf jeden Fall schön an zu bitzeln. Du merkst es an den Wangen, Innenseiten, du merkst es auf der Zunge. Gleichzeitig hat das trotzdem aber so eine richtig süßliche Note. Süßlich scharf. Ist auf jeden Fall mega interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe damit gar nichts gerechnet. Aber es ist nicht zu scharf. 60 bis 80 ist auf jeden Fall eine gute Zahl, die du einfach gut essen kannst. Ja, wir können das jetzt auch mal so auf die Gabel machen, glaube ich. Da können wir uns jetzt mal trauen, mal eine Gabel von der Mark G. Bauer Soße so zu probieren.
schmeckt, wenn ich die direkt von der Gabel esse, nicht so gut, wie wenn ich die auf einem Nugget habe. Ja, das ist irgendwie wieder so einen pappigen Geschmack. Bisschen pappig, bisschen muffig, leicht süßlich, hier kommt Schärfe durch. Aber da wieder irgendwie, ja, künstlich unangenehm, pappig, muffig halt so. Wer mag was Pappiges, wer mag was Muffiges? Eigentlich niemand. Das heißt, zu einem Nugget dazu macht das den besten Eindruck. Also packen wir uns das nochmal hier drauf. Aber, ja, ich wollte sagen, würde ich sogar nochmal kaufen, aber ich glaube, ich weiß den Preis gerade nicht mehr. Ich glaube, die Soßen waren auf jeden Fall teuer. Der Chip war auf jeden Fall mega teuer. Also, kann man mal machen, aber jo. Die Soße könnte ich jetzt auf jeden Fall empfehlen. Erstmal, wenn ihr was dazu habt, wo ihr da esst, ist wie Schaschlik, wie scharfes Schaschlik, richtig schön würzig scharfes Schaschlik. Also das entfaltet sich auf jeden Fall immer mehr und das ist auf jeden Fall gut. Also schmeckt gut, kann man essen, Daumen hoch für die Soße, wenn ihr was dazu esst, genau. Habt ihr die schon mal gesehen? Würdet ihr die auch mal probieren? Margebauer Danake Hot Sauce Daba Hu. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses. Hmm.